Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Aniluna, ich grüße dich. Er ist wieder im Rückzug. Warum? Was hat er vor? Was ist sein Plan? Das schauen wir an bei dieser Legung. Diese Karte dort oben beschreibt sein Gegenwart. Er wird handeln. Dieses Bild, diese Karte vertritt die Feuerelement. Und die Feuerelement ist immer aktiv. Er zeigt Kraft und Mut. Er setzt etwas in Bewegung. Auf diesem Bild sehen wir ein Buch und dieses Buch ist offen. Er zeigt immer mehr Offenheit und diese Blumen ist schön, angenehm. Das kann eine Annäherung sein oder ein Geschenk. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte oben links beschreibt seinen Plan, was hat er vor. Interessante Karte, weil wenn ich das Bild anschaue, dann würde ich sagen, hier handelt es sich um zwei Tassen oder zwei Kelchen und um die Gefühle und um die Zweisamkeit. Und er hat es vor, das zu vermitteln. Aber diese Karte ist der Sex der Scheiben, was die Münzen symbolisiert. Also es handelt sich um die Erde-Element. Weil die Münzen symbolisieren die Erde-Element. Und wenn ich das jetzt verbinde mit diesem Bild, heißt, er sucht wieder die Nähe, die Zweisamkeit, öffnet sich, was die Gefühle betrifft und die Erde-Element vermittelt, das setzt im Tat um. Das sind nicht nur Träumereien, sondern beschreibt die Realität. Was die Zahl 6 bedeutet, das ist die Vergangenheit. Er muss in Vergangenheit noch etwas klären oder abschließen. Aber wie ich schon sagte, er plant, dass er zurückkommt und das, was er vorhat, das möchte er auch erleben. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt, was steht bei ihm im Mittelpunkt. Das ist er selbst, wie ein König. Er hat diese stolze Haltung. Dieser König vertritt die Schwerten und das symbolisiert die Luftelement. Er ist gerade dabei, von seinen Ängsten sich befreien. Er will zu dieser Leichtigkeit kommen. Und was die Luftelement noch symbolisiert, außer dieser Leichtigkeit, die Gespräche. Ja, er sucht wieder die Gespräche zu dir. Du brauchst bei ihm gar nicht melden. Er kommt von alleine. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte dort oben beschreibt die Einflüsse von außen, beschreibt seine Umgebung. Hier ist wieder die Luftelement. Das kann natürlich auch die Leichtigkeit sein, aber auch die Gespräche. Das kann ein gutes Angebot sein, was für ihn die Lösung ist. Aber was ich eher vermute, und das ist auch möglich, dass jemand mischt sich ein an seine Angelegenheit oder jemand versucht, ihm etwas vorzuschreiben. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Dieses Bild links zeigt, was ändert sich bei ihm. Und diese Karte symbolisiert die Feuerelement. Also er wird aktiv sein. Er setzt einiges in Bewegung. Und das mit Leichtigkeit, was dieses Bild
vermittelt. Die Zahl 6 hat mit seiner Vergangenheit was zu tun. Aber so wie ich das betrachte, er wird das hinter sich lassen und kommt immer mehr zur Leichtigkeit und hat klare Ziele. Er kann sich gut orientieren. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Wie steht er zu dir? Das zeigt diese Karte. Und hier handelt es sich um Gefühle. Das kann sein, dass er mit Gefühlen nicht umgehen kann und kann nicht offen zeigen, was er fühlt. Aber die Liebe verbindet euch und langsam, langsam lernt er, sich zu öffnen und kann besser mit dir umgehen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Gibt es eine andere Frau in sein Leben? Das zeigt diese Karte unten links. Und hier sehen wir wieder die Luftelement. Also eine Nachricht oder Gesprächen kann wichtig sein. Aber so wie ich das wahrnehme, es handelt sich gar nicht um eine Liebesgeschichte, sondern er muss mit einer Frau etwas klären. Was das genau ist, das zeigt die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir einen Ritter und vertritt die Erdeelement, vertritt die Münzen. Also es handelt sich um Finanzen, eventuell um die berufliche Situation. Und die beiden müssen noch etwas klären. Kann natürlich auch sein, dass er ein berufliches Angebot hat und führt Gespräche mit einer Frau und unterschreibt einen Arbeitsvertrag. Oder er muss um die Finanzen kümmern. Die nächste Karte zeigt die Annäherung zu dir. Was wird er tun? Auf diesem Bild sehen wir den Mond. Erstens bedeutet Empfängnis. Er wartet, dass du dich meldest, weil er möchte das empfangen. Aber sei klug, bleib zurückhaltend. Dann wirst du ihn empfangen, weil er kommt wieder in Bewegung. Was Mond noch symbolisiert, die tiefen Gefühle. Und das habt ihr, das verbindet euch. Außerdem symbolisiert die Wünsche, die Hoffnungen und Träume. Und das hat er auch. Er hat Sehnsucht nach dir. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte zeigt das an, was du tun kannst. Und die Sterne bedeuten Glück. Und genau das sollst du auch vertrauen. Außerdem bedeuten die Sternenhimmel die Zeitqualität im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Bleib bei diesem Urvertrauen, weil genau das bringt dir Glück. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte bedeutet die Zukunft. Und hier sehen wir eine Königin. Du bist diese Königin und er betrachtet dich auch so. Und diese Königin beherrscht die Erdeelement. All das, wovon ihr träumt, erlebt auch real. Was diese Königin noch zeigt, das sind die Werte. Du bist es wert, diese Liebe zum Leben, und du bist für ihn auch wertvoll. Liebe Aniluna, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.